Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Grace SF. Wir befinden uns im Menü der Anfragen. Ein älterer Mann, der seiner Enkelin Allheilmitteltränke wegtrinkt. Es ist nicht unbedingt so, als würde man Actimel saufen, aber passt schon. Wir geben ihm diese zwei Tränke. Die habe ich, wie gesagt, offscreen noch eben schnell dann gekauft. Nur damit wir nicht hin und her laufen jetzt. Aus Land selber kommen wir jetzt nur in eine Richtung raus. Gemessen daran, dass wir eine Geiselnahme haben, sollte es uns aber auch nicht unbedingt wundern, dass ich jetzt zur Tat schreiten sollte, statt rumstehen und warten, dass etwas passiert. Würde ich zumindest mal behaupten. Na, lange nicht mehr hier gewesen auf der Straße zum Landbühl. Und irgendwie ist die Insektenpopulation doch größer geworden. Ich weiß auch nicht. Ich frage mich immer, was diese Insekten in diesen Videospielen immer essen oder, keine Ahnung, trinken oder was die machen müssen, um so groß zu werden. Wow, Paragon-Titel erhalten, yay. Suchst du bestimmte Qualitäten, da musst du zunächst lernen, wie man den Rang einer Qualität durch Dualisieren erhöht. Beim Dualisieren zweier 5-Buchstaben-Qualitäten ergibt sich zum Beispiel eine 6-Buchstaben-Qualität. Das deutet an, wie sich bessere Qualitäten erzeugen lassen. Ja, war mir im gesamten Spiel egal, aber es funktioniert, natürlich. Ein hübsches Band. Na, hier kriegen wir es nachgeworfen. Gekauft habe ich es aber, glaube ich, trotzdem schon mal. Nun ja. Ja, super. Da will man gegen das Viech vorgehen und Charrier macht es platt. Na, willst du mich nicht angreifen? Keine Lust? Nein? Ja. Ja, ein Bär hat doch keine Chance alleine gegen mich. Meine Güte. Aber ja, so über 50 FP ist schon mal gar nicht mehr so schlecht hier. Wenn ich jetzt die Titel leveln wollen würde. Beim Paaren von Qualitäten für Dualisierung solltest du die Effekte im Auge behalten, die gelb markiert sind. Dies weist darauf hin, dass der Rang des Effekts steigern wird. Einige seltene Qualitäten können auch mehr als nur einen Effekt beeinflussen. Also man kann eine Menge damit machen, das lohnt sich aber definitiv bei den sogenannten ultimativen Waffen, in Anführungsstrichen jetzt nur, denn, gut erhalten. Ich komme drauf zurück. This road hasn't changed at all in the past 7 years. That's not true. There are lots of differences if you just take a moment to look. Maybe time just hasn't moved on for you. Maybe you're right. Maybe I am just living in the past. How so? I have so many regrets about who I was 7 years ago. I've devoted my life trying to reclaim what was lost. And... Stop it. Just stop. She's dead and there's no going back. Nach wie vor harte Worte. Hier ist derzeit wirklich kaum was los. Ja, außer so ein Angriff einer feindlichen Armee. Abgesehen davon ist hier in der Tat wohl wenig los. ja. Qualitäten und sowas. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss damit unbedingt warten, bis man so gesehen die beste Waffe für einen Charakter gefunden hat. Und dann kann man erst loslegen. Man kann schon lange vorher mit den Qualitäten so ein bisschen rumexperimentieren. Das ist nur... Im Prinzip kann ich aus der Anfangswaffe, so wie ich das mitkriege, oder mitgekriegt habe, miterlebt habe, wie auch immer ich es jetzt nennen möchte, kann ich theoretisch eine Waffe machen, die besser ist als die letzte Waffe, die ich so bekommen würde. Allerdings muss ich dafür dann extrem viel Geld reinstecken, was sich genauso gut dadurch, ich sag mal, erübrigen würde, wenn ich einfach nur warte und dann eben diese Waffe nehme zum Dualisieren. Deswegen dualisiere ich am Anfang nicht allzu viel, sondern immer nur so ein bisschen auf Angriff, beziehungsweise, ja, im Prinzip doch nur auf Angriff, damit ich... oh ja, zerschmetterte Knochen, davon brauche ich welche. Sie nennt einen unglaublichen Titel, beziehungsweise meistert den unglaubliches Kind-Titel. Ja, wie gesagt, ich warte damit dann meistens, deswegen bis zum Ende des Spiels meistens, bevor ich mich überhaupt mit dem Dualisieren so extrem beschäftige. 1000 Gold einfach mal so in einer Schatztruhe. Wundert mich nicht, dass keiner die holt. Immerhin gehen wir jetzt in Richtung Feindesgebiet. Ihr seht es auch auf der Karte. Von grün in Schnee bedeckt. Nicht gut. Lord Asbel,
Look. Ja, das ist einer von uns. Das, was zum Teufel ist das denn? We're coming, Frederick. Okay, ein Fußsoldat. In solchen Kämpfen kann ich ganz ehrlich sagen, ich hasse Fernkämpfer. Ihr seht ja, der Typ da drüben, der schießt mich gerne an. Der hat mich jetzt auch nicht geschockt, sondern in Flammen gesteckt. Das sollte sich jetzt gleich erledigt haben. Wenn ich. Könnte ich mal meinen Ellenschub kriegen hier? Nein. Fein. Ja, da habt ihr gesehen, Sharia kann heilen. Nebst meinem Lachsbällchen kann sie heilen. Sie lernt den Seraphim-Blitz-Adeptin-Titel. Ach Gott. Bei einer Verbrennung erhöht sich die Dauer deines Taumels beim Erleiden von Schäden und verhindert die KP-Wiederherstellung. Dies ist ein besonders übler Zustand, den du auch mit einem Brandband verhindern kannst. Könnte ich. Wenn ich wollte. Ich will aber nicht. Frederick, are you alright? Wundert mich aber nicht, dass die normalen Soldaten hier Probleme haben, wenn ich schon mit meiner kampfgestählten Truppe da Schaden einstecken muss. Lord Asbel, I never dreamed to meet you here. I don't deserve your presence after what has happened. I know about my father, Frederick. You don't need to apologize. Lord Asbel. Du bist immerhin nicht einer aus Helsing, ne? Wenn ich mal da wieder auf Butler eingehe. Look, more Phandelian weapons. Oh Gott. When did Phendel get their hands on those? I don't know, but they're laying waste to our forces. Phendel's not messing around. The town's going to be in serious trouble if they get through. We have to stop them here. We've attempted numerous frontal assaults, but we simply lack the men to combat them. Ach, ihr seid auch normale Fußsoldaten, ich kann das. Then we'll have to get clever with the terrain. Maybe we could drop them off a cliff. A cliff? The meadow on Lawn Hill isn't far from here. Ich will nur mal kurz drauf eingehen, die Übersetzung sagt jedes Mal ein Felsen. Seit wann haben wir im Deutschen nicht das Wort Klippe? Klippe! Aha! I'll distract the enemy. You go ahead and lead our people to safety. What are you going to do? You'll see. Es ist einfach nur, die Übersetzung kommt einfach nicht richtig rüber, wenn sie sagen, einem Felsen. Wir werfen sie vor einem Felsen, dann könnte ich sie von da rechts runterpurzeln lassen. Das ist, ach. Hear me, people of Phendel! I am Asbel Lont, son of Lord Aston, and knight of the Windor Kingdom! If there are any warriors among you, let them step forward and face my blade! That got their attention. Now I just have to lead them to the meadow. Sharia, go with the others. I can handle this myself. I'll be fine. They're coming! Sharia, go! Run for the meadow! Gut, dass sie jetzt keine Ahnung hat, worüber sich der Plan wirklich handelt, aber gut. Ich soll mich jetzt nicht mit dem Ding anlegen, das ist auch völlig in Ordnung so. Kann ich nur unterschreiben, solltet ihr nicht tun, dementsprechend rennt einfach zur Wiese. Ja, ich weiß, ich soll zur Wiese rennen, aber ich habe zu tun. Muss Zufallskämpfe machen. ich meine, zur Wiese, hinfort! Ja, das hat dem Ding gerade gar nicht gefallen, das hat man gut gehört. Aber ja, da waren Gegner, also habe ich es ausgenutzt. Ist auch immer schön in einer Situation, wenn man Nebensächlichkeiten machen kann. Ja, hier werden wir nicht mehr wirklich verfolgt, dementsprechend können wir jetzt einfach mal das hier mitnehmen. Ja, ab und zu findet ihr Truhen, in denen Elif drin ist. Aber, ja,
Oftmals kommt es natürlich auch vor, dass ihr es im Prinzip nicht gebrauchen könnt. Was nicht wirklich schlimm ist. Das heißt nur, entweder ihr sagt dann, ihr wartet, bis ihr es wirklich gebrauchen könnt, oder ihr werft eben den Inhalt dieser Truhe weg. Ich werfe die meistens dann weg, weil ich es nicht haben kann, wenn eine Truhe noch irgendwo offen rumsteht. Ab und zu warte ich aber auch. Oh Gott, so viele Minigegner. Ich habe trotzdem einen vom Kopf gekriegt. Und wir erhalten eine Seelenkugel dafür. Wahrscheinlich für die kleinen Knospengegner. Das finde ich gut. Habe ich in der Kindheit nicht besorgt? Habe ich jetzt besorgt? Namenloser Samen. Weg damit. Trank des Lebens. Ja, Trank des Lebens nehme ich mit. Trank des Lebens ist gut. Gott, diese Bärenväter sind groß. Muss man mal gesagt haben. Großer Bärenpapa ist groß. Ja, ich wollte schon sagen, war hier nicht noch irgendwo noch eine andere Schatztruhe damals? Ja, in der Tat. Auf geht's. Da dürften wir ja jetzt diesem Roboter-Ding, ich sag mal, die Stirn bieten. Hoffe ich doch mal. Nicht, dass wir einfach nur eine Cutscene haben und das Ding fällt runter. Wäre ein bisschen langweilig. Oh nein. Meine Geschichte. Nein. Okay. Ah. Damn it, das ist zu klein. Aber nicht bei 4 oder 5 oder 6. Ja, was ein Plan, nicht wahr, Leute? Was ein Plan. Damn it. Not again. Könntet ihr auch einfach runterkommen. It's all over. I didn't protect anyone. This can't be happening. No! Okidoki. Wie es in Animes auch gerne mal ist, ein Schrei macht einen stärker. Man merkt es. Oder so. What? What's going on? Is that? Okay, Who? Ray! Sophie? Sie ist zurück! Ist doch mal was ganz anderes, warum auch immer. Warum bewegt sich das Ding? Das ist wahrscheinlich jetzt eine viel interessantere Frage gerade. In diesem Moment. We can't fight them alone. Come on. Ja, Zeit für einen Bosskampf gegen den Helmbrecher. Aua. Du blödes Mistding. Ja, der Helmbrecher ist jetzt, ich könnte jetzt wieder sagen, klassifiziert als ein Boss, aber im Großen und Ganzen, werdet ihr keine Trophäe für ihn kriegen. Na, super. Ich hasse es, wenn die Gegner ihren Elle-Schub kriegen und ich nicht, aber gut. Ah, lecker Lachsreisbällchen. Ha! Nee. Aber ja, wie gesagt, keine Trophäe für den Helmbrecher. Dafür ein weiteres Partymitglied. Tja, aber ich hätte eine Trophäe bekommen für ihn. Ist immer was Schönes, wenn man gesagt kriegt, ja, du kriegst zwar keine, aber du warst so gut, du würdest theoretisch eine verdienen. Sherry lernt Betäubung. Wunderbar. Und ein Level-Up für sie noch nebenher. Gar nicht mal so verkehrt. Warum ist Sophie wieder da? Nicht, dass ich mich nicht drüber freuen würde, aber es ist seltsam.
Und zumal sie scheinbar keinen Tag gealtert ist. It really is. Sophie. It can't be Sophie. It's impossible. Sophie's gone. She's been dead for 7 years. Sophie? But is it? Has she lost her memory too? Follow me. There's something I want to show you. Ha, noch eine Amnesiekranke. Gott, dieses Blumenbeet zieht die förmlich an. Seven years ago, me, Sophie, and Richard all came to this very spot and swore a pact of friendship. Look here at this tree trunk. Well, do you remember anything? Just looking at this tree makes me feel somehow strange. It's like looking at something that's very precious to me. So, what does it mean? You can't be the real Sophie. I mean, it doesn't make any sense. Even still, I can hardly imagine you as anyone else. Ja, wie auch, wenn's eine perfekte Kopie ist. I mean, you look just like her. Wow. So what happens now? Do you want to come back to town with us? That would be best. It's really dangerous here. Okay, then let's hurry back. I'm starting to get worried about the others. Yes, let's go. Ja, halt dein Kopf fest, der könnte nochmal abfallen. A Sopharia seed? Ziemlich großer Samen. Sophie is watching over us after all. Sopharia Samen, Samen der Sopharia. Gut, die Gruppe besteht nun auch aus Sophie. Sophie erhält den Titel Alter Ego. Und ist ein Gerüchte. Warum startet sie mit dem Titel Gerüchte-Fan? What the fuck? Sie sieht dem Mädchen vor von 7 Jahren frappierend ähnlich. Ja, viel besser, zumal sie da Todesklaue lernt. Eine neue Art. Ihr wisst ja, wie ich neue Art finde. Nämlich klasse! Ja, wenn wir hier runtergehen, finden wir noch ein paar neue Schätze. Also gehe ich erstmal hier den Weg ab. Die kleinen Babygegner hier zum großen Teil. Die tun mir schon leid. Ich meine, ich krieg schlussendlich immer noch FP, aber trotzdem, das sind kleine Gegner. Die mir nichts, nicht mal was getan haben, die mir nichts tun können, um genau zu sein. Und man schnibbelt sie dann einfach in zwei. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie... Fühlt sich ein bisschen falsch an. Aber gut, was soll's. Sie hat sogar exakt dieselben Sprüche drauf. Und scheinbar kann ich hier nicht mehr runterfallen, selbst wenn ich möchte. Ich will runterfallen. Ne, ich darf nicht. Okay, fein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Bienen mir noch eine 10-Kugel geben können. Die großen, ja, bei den kleinen weiß ich es nicht. Wilde Maid. Ha. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt nachgucken müsste. Manche Gegner können einem auch einfach keine Titel, keine Titel,
keine Seelenkugeln geben. Das soll auch mal vorkommen. Gibt es ein paar Gegner, ja. Aber der Großteil gibt einem welche. Danke sehr. Eine hübsche Fußkette, eine Kinderkette, die bei den Damen von Window wohl bekannt ist. Immer noch eine Kokosnuss da. Und ein Aleph-Trank C, ein Trank, der 300 Aleph regeneriert. Kipp ruhig einen runter, wenn letzteres zur Neige geht. Ja, sprich, wir können es auch per Hand, ich sag mal, nachfüllen, wenn wir denn so ein Item haben. Können die direkt die hübsche Fußkette ausrüsten. Den Giftbank kann sie auch haben. Nebelbluse ist nicht so gut wie, sagen wir mal, die Eisentunika. Interessanterweise, dass sie dann mit sowas startet, aber... Irgendwie normal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn es wieder als Let's Play Tales of Graces F. Vielleicht finden wir ja raus, was es mit dieser Sophie hier auf sich hat. Die Möglichkeit besteht zumindest immer. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.